Okay, jetzt sollte er in T3 landen. Die mittlere Pflanze runter, die große Pflanze runter und... Verdammt, jetzt brauche ich halt noch die kleine Pflanze, die hole ich mir mal ganz, ganz schnell. Ach, ich bin noch ein Dödel, ich wollte die doch gleich wieder hochbeamen. Menschenskinder. So, mal ganz zackig darüber geflogen und dann holen wir uns da mal so eine Pflanze. Allerdings möglichst eine, die wir noch nicht haben. So ein komisches Kraut, pass mal auf, was haben wir denn da eigentlich? Es ist die Sempersi. Die haben wir hier unten. Das heißt, ich brauche dieses Undova. In Spore gibt es ja übrigens auch einen kleinen Trick, mit dem man irgendwie an den Dingensen-Editor, an den Pflanzen-Editor rankommt, ne? Kann man sich eigene Pflanzen erstellen, soll aber total verbuggt sein und für Spielabstürze sorgen, habe ich gelesen. Ich persönlich habe es ehrlich gesagt noch nie getestet und ich glaube, ich werde das lieber mal nicht testen. So, du hast den T-Score des Planeten stabilisiert. Jetzt nur noch die Viechereien runter. Ich sollte ganz, ganz schnell jetzt Pflanzenfresser runterbeamen, bevor dieses Viech da krepiert. So, die gleich wieder... Nein! Komm schon, beam hoch! Okay, dann nehmen wir jetzt einfach noch ein paar Pflanzen mit, nur so vorsichtshalber für den Fall der Fälle. Einfach, dass wir hier einen kleinen Vorrat haben, ne? Kann ja nicht schaden. Hey. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben eine große Pflanze, mittlere Pflanze, kleine Pflanze. Das wäre mal T-Score 1. Pflanzenfresser, Pflanzenfresser, allesfresser. Ist T-Score 1 vollständig? Da haben wir da eine mittlere Pflanze, eine kleine Pflanze und eine große Pflanze. Das wäre mal T-Score Nummer 2. Dann hätten wir da Pflanzenfresser, allesfresser, Fleischfresser, Pflanzenfresser. Das macht T-Score 2 komplett. Dann haben wir da einen Fleischfresser für T-Score 3. Pflanzenfresser, Pflanzenfresser für T-Score 3. Dann fehlen uns im Grunde genommen nur noch, pass mal auf, das sind die Pflanzen. Dann fehlen uns im Grunde genommen jetzt nur noch die Pflanzen für T-Score Nummer 3. Was haben wir denn da alles? An großen Pflanzen haben wir 1. Die Pinjup und Clisype. Das heißt, das Ding braucht man, diese komischen Bäume mit den Augen als Blättern. Wo sind die denn? Da drüben sind sie. So, gib das Klump mal her. Wir haben schon wieder irgendwas hochgebeamt gerade. Okay, damit hätten wir jetzt auch Sempersi, Octol, bla bla bla. Haben wir alles? Das Ding haben wir... Ach, das zeigt er so gleich an. Das ist ja praktisch. Habe ich denn das Ding? Jawohl. Habe ich dieses Ding? Jawohl. Habe ich dieses Ding? Sekunde mal. Nein, diese Zybründ fehlt uns also noch. Warte, wie sieht die aus? So sieht die aus. So komisch gebogen. Dann zeig mal an, wo die ist. Die da vermutlich. Jawohl. So, jetzt dürften wir eigentlich alles haben. Das Ding haben wir. Das Ding haben wir. Und das Ding haben wir. Das seht ihr da im Frachtraum. Da switcht er automatisch zu der entsprechenden Pflanze, die ich hier drüben mit der Maus auswähle. Oh, oh. Fall du mir ja nicht aus T3 raus, Freundchen. So, das Ding haben wir, das Ding haben wir, das Ding haben wir. Dann haben wir hier Pflanzenfresser, 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 Pflanzenfresser. Moment mal. Da fehlt uns einer. Feindliche UFOs überfallen den Planeten Glück. Rette den Planeten Kaion vor einer Ökokatastrophe. Verdammt. Wo ist Iwen? Schnell, zeig mir diese Kreatur an. Wo sitzt sie? Komm schon. Komm schon. Sind sie nicht das da unten? Hallo? Das sind die doch. Ach du Hirsch. Zeig dir mir nicht an. Okay, komm, wir haben alles. Passt alles. Uah, Kaion. Wo ist der? Wo ist der? Wo, 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 wo? Vor einer Ökokatastrophe. Schnell, nur noch 33 Sekunden. Das darf doch nicht wahr sein. So, wo ist der Megalaser? Gib den her. Ja, jetzt aber zackig. Jetzt ist aber allerhöchste Eisenbahn. Schnell weg mit dem ganzen Klump. Wo ist das nächste? Noch 22 Sekunden. Ich sehe nichts. So, die sind weg.
2 von 5. Erst, ach Mensch. Da, dort unten alles weg. So, weiter. Noch 7 Sekunden. Nein, 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 nein. Ja, gerade noch geschafft. So, jetzt platzieren wir hier gleich mal einen Bioprotektor. Weil sowas wird mir jetzt gewiss nicht noch einmal passieren. So, da. Kann ich ja eigentlich auch ein Gewürzlager? Offensichtlich ja. Okay, das wär's erstmal. Kann ich jetzt mal ganz kurz aufladen. So, das grüne Zeug, das bekomme ich mal. Und jetzt schauen wir doch mal, wir können mit diesem ganzen Pflanzengetue jetzt ordentlich auf T3 aufrüsten. Okay, wir sammeln jetzt erstmal das Gewürz hier wieder überall ein und dann schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Und zwar schauen wir jetzt mal bei dir. Du zahlst viel für das Grüne, okay. Wie viel zahlst du denn für Blaues? Handel und dann, ja, na gut, das geht ja einigermaßen. Und was zahlt ihr jetzt für Violettes? Rein zufälligerweise zahlen die 27.000. Ach komm, da geht mehr. Wir schmeißen jetzt noch schnell das Grüne hier drüben raus. Und zwar so. Na, jetzt aber. Dann schmeißen wir da drüben noch ganz schnell das Blaue raus. Und wenn ich jetzt nicht gleich diesen Teufelskreis unterbreche, dann fliegen wir hier in 10 Jahren noch im Kreis umher. So. Okay, das wär's erstmal. Und jetzt schau mal, wo werde ich denn das violette Gewürz los? Das hatte mir doch irgendjemand abgenommen, irgendein Alien, ne? Waren das die nicht hier, die in unserem ehemaligen Sonnensystem sich eingenistet haben? Jawohl, die waren das. Muss ich mir merken. Da kriegen wir jetzt ein Colony Pack, da kriegen wir ein Gewürzlager. Energiezelle gibt's mir auch mal. Feuerwerk, nein. Wo ist denn jetzt eigentlich der Zufriedenheitsverstärker? Den wollte ich ja suchen. Wo ist der denn? Und ich würde eigentlich die Aufnahme gleich wieder beenden, aber naja. Schauen wir mal bei deren T3-Planeten nach, wo der Zufriedenheitsverstärker ist. Den möchte ich nämlich noch einsetzen, noch ein bisschen rumtesten mit dem Ding. Habt ihr den? Nee. Habt ihr den vielleicht? Sag bitte ja. Handel und die haben ihn nicht. Ach, weißt du was? Komm, was soll der Geiz? Mach mal's einfach kurz und schmerzlos und fliegen zu unserem Heimatplaneten zurück. Die werden das Ding ja wohl sicherlich in der Tasche haben. Gelände heben, senken, bla bla bla, bla 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 bla. Und da, Zufriedenheitsverstärker. Ach, ich bin doch ein Idiot. Ich habe jetzt 2 davon. Ach ja, wozu hat die Evolution eigentlich Augen entwickelt, wenn der Okami sie nicht nutzt? Moment mal, werden da Verbündete angegriffen? Nein, das Stiefreich greift Serpius an. Schon wieder übrigens. Weiß jetzt nicht, wie oft das schon passiert. So, dann fliegen wir jetzt mal zu euch. Ja doch, das teste ich bei dem. Warum eigentlich nicht? Kommen die letzten paar Minuten, da probieren wir jetzt noch ein bisschen. Und zwar werden wir hier jetzt mal die ganzen Kolonien alle platzieren. Während die da aufbaut, werden wir die nächste hier ausbauen. So, und zwar, was ich da testen möchte. Na, kommt, oh Mann. Komm, schmeiß das Gebäude raus und das da ebenfalls. Und dann setzen wir hier nur noch Fabriken. Und hier dann überall Häuser. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Es ist zwar ziemlich gemein, was ich da mache, aber komm. So, wo ist jetzt der Zufriedenheitsverstärker? Setzen wir den mal da. Du kannst das nicht innerhalb einer Kolonie absetzen. Ja, wieso denn nicht? Der sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Und diese Antisympathie, die ist irgendwie immer noch vorhanden. Naja, egal. Wir werden jetzt erstmal die ganzen Geschütztürme hier stationieren. Was ich jetzt nicht geschaut habe, kann man mehrere Zufriedenheitsverstärker auf einem Planeten setzen. Pass mal auf. Lade auf. Ja, dann lad doch mal auf. Ich fliege in der Zwischenzeit zur nächsten Kolonie, beziehungsweise ich platziere die nächste Kolonie.
Ich hoffe, dass das Geld noch ausreichen wird dafür und sorry, also so schön diese Fabrik auch ist, aber es ist ein bisschen irritierend. Was ist das jetzt? Ach Mensch, da wollte ich doch gar nicht hin. Da wollte ich hin. Das Ding ist nämlich ganz einfach ein bisschen irritierend, wenn das Teil so in der Luft umherhängt. Keine Ahnung, was Fabrik. Ach, nehmen wir die einfach mal. So. Da eine hin, da eine hin. Meine Güte, die sieht aus, als würde sie uns gleich davonfahren. So, und hier jetzt überall noch Gebäude, 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 noch mehr Gebäude, damit ihr auch richtig schön unzufrieden seid. Ja, ich foltere euch. Ihr müsst schuften. Ihr müsst in meinem Reich schuften. Schuftet bis zum Umfallen. Danach schuftet weiter. Davon ist nur eines pro Planet möglich. Schade. Naja, wir werden sehen, was dabei... Hallo? Okay. Wir werden sehen, was dabei rauskommt, wenn wir das so lassen. Wahrscheinlich heißt es irgendwann hier Mega-Aufstand und Revolte gegen den Okami. Das geht ja so gar nicht. Und dann sagt bestimmt einer den klugen Spruch, so viel zum Thema Globalisierung. Was ja am Ende der Zivilisationsphase war, ne? Falls ihr euch erinnern könnt. Da war doch mal irgend sowas. Huch. Okay, jetzt du noch da drüben hin und du da drüben noch hin und du dahin. Jetzt muss ich die Kamera wieder drehen. Und den dahin und den dahin. Und jetzt ist mir übrigens noch was eingefallen und zwar mit diesem Battlefield 3-Getue. Da bin ich ernsthaft am Überlegen. Also da hätte ich jetzt mehrere Möglichkeiten eigentlich, weil das, was mir da ja nicht gefällt, habe ich ja schon erklärt mit Origin und so. Da ist mir allerdings ein Gedanke gekommen und zwar könnte ich hier einfach mal rotes Gewürz teuer verkaufen, genau. Das Grüne, das schmeißen wir bei Akrisouf raus. Ach, das ist Akrisouf. Nein, ich hatte da ganz einfach den Gedanken, eine neue Festplatte zu kaufen und auf dieser Festplatte wird lediglich Windows 7 und Battlefield 3 installiert. Die Arbeiter auf dem Planeten Gunze sind überarbeitet. Die Kolonisten im Ulmus-System brauchen eine Beschäftigung an ihrem freien Tag. Leute, habt ihr das noch nicht gerafft? Bei mir gibt's keinen freien Tag. Captain, auf dem Planeten Gunze gibt es ein ernsthaftes Problem mit der allgemeinen Moral. Wir müssen unseren Siedlern Unterhaltungsgebäude zur Verfügung stellen. Bitte komm ins Ulmus-System, sobald es deine Zeit erlaubt, Gunze Ende. Na, endlich. Na, endlich! Darauf habe ich doch gewartet. Mal nicht der Spruch, wir brauchen deine sofortige Hilfe. Endlich kann ich mir mal... Ach, ich muss da sofort hin. So, jetzt aber mal zurück zum... Warte, der da war das. Nein, mit Battlefield 3, um jetzt nicht nochmal vom Thema abzuschweifen. Konzentration, bitte. Da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Und zwar könnte ich da... eine Festplatte kaufen. Auf dieser Festplatte wird lediglich Windows 7 installiert, inklusive Battlefield 3, den entsprechenden Treibern und bla bla bla. Und natürlich Origin, damit man es auch spielen kann, weil dann kann dieses Programm von Electronic Arts da so viel umeinander spionieren, wie es nur will. Da, wo es einfach nichts zu finden gibt, gibt es einfach nichts zu finden. Und das Problem wäre halt bloß, es wäre ziemlich aufwendig, weil ich müsste nämlich für die ganzen unterschiedlichen Arbeiten, Let's Plays, Aufnahmen und bla bla bla, Jubel, alle sind wieder zufrieden, ja, müsste ich nämlich ständig die Festplatten wechseln und das ist ein bisschen lästig. Und ich weiß ja nicht, ob das... Nee, das kann ich nicht per externer Festplatte machen, das geht zu sehr auf die Leistung von dem Rechner, also... Aufnehmen über externe Festplatte, das ist mit dem SATA-Anschluss, den ich übrigens habe, kein Problem, aber die Benutzung von unterschiedlichen Windows-Betriebssystemen und Programmen über externe Festplatten ist nicht empfehlenswert. Ja, sage mal, soll ich jetzt hier im Kreis fliegen oder was? Anscheinend. So, das Ding weg. Ihr seid ja gut drauf. Nee, weil da haben auch im Spore-Forum haben da schon einige hilfesuchende Leute erfahren dürfen, was für negative Auswirkungen das Ganze auf das Spiel Spore hat.
Also da hatten wirklich einige, obwohl Grafikeinstellungen auf Minimum und starke Hardware, hatten die das Problem, dass Spore nicht flüssig lief, weil die das Spiel ganz einfach auf einem USB-Stick installiert haben, anstatt auf der Festplatte. Oder per externer Festplatte haben laufen lassen und. Also wirklich die allerwitzigsten Sachen sind da zusammengekommen. Und ich hätte jetzt halt dann noch zwei andere Ideen, beziehungsweise eine andere Idee, die ist aber ein bisschen teurer. Und zwar könnte ich mir doch einfach eine Xbox 360 mit Battlefield 3 zulegen. Da hast du überhaupt keine Probleme mit Origin, aber das Problem ist halt, ich verfüge im Moment nicht über die nötige Hardware, um von einer Konsole aus aufzunehmen. Also ich weiß schon, was man dafür benötigen könnte, aber ich habe das alles nicht. Also, ich könnte es da eigentlich kurz erklären, so komplex ist das gar nicht. Habe ich gerade abgespeichert? Ach, ich speichere einfach nochmal. Das Ganze sieht ganz einfach so aus, dass man beispielsweise über HDMI-Anschlüsse von der Konsole aus aufnehmen kann. Man braucht lediglich einen Rechner und einen Computer mit HDMI-Anschluss, ein HDMI-Kabel. Und wenn man das Ganze verknüpft und richtig einstellt, dann sieht man auf dem Laptop oder PC ganz einfach das, was man auf dem Fernseher sieht und kann dann so mit Fraps und Outer City Konsolenspektakel aufnehmen. Da gibt's leider bloß. Da hätte ich zwei schlechte Nachrichten und eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, mein Laptop hat einen HDMI-Anschluss. Die erste schlechte Nachricht ist, ich habe leider kein HDMI-Kabel. Und die zweite schlechte Nachricht ist, ich habe erst recht keinen HDMI-fähigen Fernseher. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, HDMI-fähiger Fernseher mit HDMI-Kabel, mit Xbox 360, mit Battlefield 3, das ist ein bisschen zu teuer. Also ich glaube, ich steige da eher auf diese Festplattenvariante um. Eventuell, also das heißt jetzt nicht, dass ich das definitiv mache und ich höre jetzt einfach mal mit dem Quatschen auf und verabschiede mich jetzt erstmal von euch von Spore. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, die Aufklärungsmission, die kam jetzt leider nicht in dieser Aufnahme, aber dafür ein andermal, hoffentlich. Wenn die Grocks uns vorher nicht schneller aufklären. Also irgendwie rede ich heute nur Schwachsinn zusammen, merke ich gerade. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal im Spore. Tschüss.